Ringen, Krieseren, hat es geschafft zum 13. Mal Schweizer Meister. Am Samstag gewinnt sie in einem packenden Final deutlich 21 zu 14. Schaut das an, Begeisterung nach dem letzten Kampf, schier grenzenlos. Der Krieser, Cheftrainer. Mir guten, recht herzliche Gratulation zum Schweizer Meistertitel. Wenn hast du daran geglaubt, wenn hast du es gewusst? Danke, ja. Wir haben die ganze Saison gewusst, dass wir stark sind. Und nach dem Sieg letzte Woche haben wir den letzten Zweifel noch beseitigt und haben immer daran geglaubt. Und heute am Abend ein entscheidender Kampf. Ja, es hat ein paar entscheidende Kämpfe gegeben, aber ich sage, vor der Pause sind wir sicher super reingekommen. Schon ein super Start kann man können anlegen. Sandra Hungerbühler top, Ramon mit der Überraschung im Schultersieg. Hier auf Telenabteile Zentralschweiz sehen Sie es genau. Und dann haben wir gewusst, dass wir uns heute nur nehmen lassen. Bei Willi soll es von Anfang an nicht rund gelaufen. Bereits im ersten Kampf verliert Timo Koch gegen Christoph Wittenweiler 2 zu 18. Obwohl beide Mannschaften je 5 Siege errungen haben, ist Willisau nicht einmal in Führung gegangen. Am nächsten Krieseren dran sind sie nach dem zweiten Kampf, 4 zu 5, nach dem 11 zu 2 Sieg von Delia Alischei gegen Jeremy Vollenweider. In den weiteren Begegnungen hat sich die Schere praktisch immer weiter zugunsten von Krieseren geöffnet. Vor der Pause ist es ernüchternde 4 zu 15 für Rheintaler gestanden, nachdem die Willisauer Verstärkung der Matthias Martinetti sang- und klanglos 0 zu 5 gegen Dimitar Sandov untergegangen ist. Der fünfte Kampf vor der Pause geht auf die Seite von der Ringerstaffel. Krieser, der Sieger in diesem Kampf ist der Sandov Dimitar. Philipp Rohrer gegen Krieser verloren. Wann hast du gewusst, es klappt nicht? Naja, also zur Pause habe ich natürlich gewusst, dass die Chancen schwindend gering sind, dass wir das noch drehen. Aber im Prinzip muss man ja auch sagen, wir haben eigentlich letzte Woche den Kampf unglücklich verloren, sind als Favorit letzte Woche in den Hinkampf. Die Konstellationen von der Gewichtsklasse sind dort eher für uns gelegen. Wir haben dort einfach nicht genug Punkte aus unseren Siege holen können, haben zu viele Punkte abgegeben bei den Niederlagen und haben eigentlich damit, muss man sagen, letzte Woche eigentlich die Meisterschaft schon zu mehr als die Hälfte verloren gehabt. Wir haben gewusst, in der Rückrunde liegt uns Gewichtsklasse nicht so gut. Stevie fehlt uns mit der Verletzung natürlich sehr. Und von dem her muss man sagen, ja, dann, dass es natürlich heute so hoch geworden ist, war sicher nicht so geplant. Aber wir haben gewusst auch, wir brauchen eine Leistungsexplosion und eine Überraschung, wenn wir das heute umbiegen wollen auf unsere Seite. Und entsprechend, ja, zur Pause war es eigentlich klar. Trotzdem muss ich meiner Mannschaft Kompliment machen. Die fünf Ringer nach der Pause haben 4 Siege eingefahren, teils gegen sehr starke Gegner, haben für mich überzeugend gerungen. Besonders hervorheben möchte ich den Jonas Bossert. Der hat für mich letzte Woche und diese Woche zweimal Saisonbestleistung gezeigt und hat als Routinier von der Mannschaft wirklich, kann ich nur den Hut vor ihm ziehen. Da, schöne Aktion von Jonas Bossert am Boden gegen Fritz Raben. Bossert holt damit im zweitletzten Kampf einen 12 zu 2 Sieg zum 12 zu 20 Mannschaftsresultat. Wir haben den überlegenen Sieger, dreht die rote Farbe. Weiter gewonnen für Willisau hat in der zweiten Halbzeit noch der Mansur Mavlev gegen Damian Dietsche, 6 zu 0. Der Mavlev bleibt damit über 38 Begegnungen in Serie ungeschlagen. Gewonnen hat auch noch im letzten Kampf der Tobias Bartmann gegen Marc Dietsche 7 zu 4 zum Schlussresultat von 14 zu 21 für Krieseren.
Grundlagen für einen krisenen Triumph sind schon vor dem Kampf gut gewesen. Wie haben wir heute aufstellen können? Ja, wir haben jetzt wirklich das Glück gehabt, dass wir wirklich seit dem Halbfinale immer in Top-Sätze waren. Wir haben immer unsere Wunschaufstellung können auf die Matte bringen. Und da ist sicher ein Schlüssel zum Erfolg. Habt ihr alle fit bei euch in der Mannschaft? Ja, wir haben Anfang gesehen, so viele Angeschlagene gehabt. Und Leistungsträger, die gefehlt haben. Darum war die Vor- und Rückrunde sicher sehr durch die Sachen gewesen. Aber wir haben immer gewusst, dass die wieder zurückkommen. Auf die entscheidende Phase. Die sind super zurückgekommen. Und ja, jetzt sind alle fit und wir konnten es abrufen, so wie wir es wollen. Das psychologische Moment hat das letzte Woche schon umgeschlagen. Ja, es war sicher so, dass wir letzte Woche in der ersten Hälfte nicht konzentriert genug waren. Am Schluss hätte es trotzdem noch reichen können letzte Woche. Es hat dann leider nicht ganz gereicht. Es waren wirklich Millimeter. Der eine Punkt, den kann man überall suchen, oder? Und da muss man natürlich sagen, ja, es war letzte Woche schon kritisch. Ich habe dann viel nachgedacht, wie ich diese Woche aufstellen soll. Wie viel Risiko soll ich eingehen? 97, 130 mit Häfliger Scherer oder mit Scherer Alishai. Mich dann für die höhere Risikovariante entschieden, mit dem Delian und mit dem Semi. Weil ich davon ausgegangen bin, ja, dass wir ein gewisses Risiko eingehen müssen. Leider ist der Semi dann immer Hüftschwung auf die Schulter gegangen und hat das, was der Delian super vorgelegt hat, ist einfach wieder zunichte gewesen. Ich mache im Semi aber auch keinen Vorwurf. Er hat gegen einen internationalen Spitzenringer eigentlich eine gute Leistung gezeigt und vielleicht in dem Moment sogar ein bisschen zu viel für die Mannschaft rausholen wollen. Und dann passiert sowas halt auch mal und das muss man akzeptieren. Also symbolisch, der ist der Pokal quasi zerbrochen. Ja, das kann man schon so sagen. 61-97 sind die zwei Kämpfe, die uns natürlich heute die Meisterschaft sicher heute kostet haben. Aber wie gesagt, für mich haben wir sie eigentlich letzte Woche schon verspielt. Jetzt geht es weiter, jetzt sollen wir noch ein bisschen feiern, schon noch, oder? Ja, feiern. Also Saisonabschlussfeier findet heute sicher statt, das ist ganz klar, das gehört auch dazu. Das gönne ich meiner Mannschaft auch, weil ich natürlich insgesamt bin ich auf meine Mannschaft für diese Saison auch wieder sehr stolz. Wir haben ohne den Stefan Reichmuth während der Saison keinen einzigen Kampf verloren. Wir haben zwar drei Unentschiede hinnehmen müssen, aber sind trotzdem ungeschlagen geblieben, sind als Tabelle Erster in Playoffs gegangen. Das war meine Zielvorgabe. Wir haben zwar nicht überhöht, aber doch aus meiner Sicht souverän das Halbfinale erreicht. Sind dort so hoch gesprungen, wie wir hinspringen müssen. Haben dort auch wegen Kräfte schonen können und sind jetzt in das Finale gegangen eigentlich mit dem Wissen, dass es ganz, ganz eng wird, dass Christian extrem stark ist und müssen jetzt einfach auch anerkennen, dass sie dieses Mal einfach stärker waren wie wir. Da gratulieren wir ihnen und jetzt sind sie wieder die Gejagte und nächstes Jahr versuchen wir sie wieder vom Thron zu stoßen. Das ist ja ganz klar. Das war gerade so noch das Motto gewesen. Gleich ist Januar vor und rückblickend das Motto für das nächste Jahr. Ja, das nächste Jahr ist ein olympisches Jahr, also steht es ganz klar unter den fünf Ringen. Unser Ziel ist in erster Linie mal, dass der RC Willisau eine Olympia-Qualifikation schafft. Wir haben da mit dem Tobias Portmann, mit dem Semi Scherer und mit dem Stefan Reichmuth drei heiße Eisen im Feuer. Wir haben außerdem bei der U23 mit dem Mansu und mit dem Michi zwei absolute Top-Leute, wo ich nächstes Jahr mit denen zwei Medaillen gewinnen will. Das ist unser erklärtes Ziel. Und von dem her wird erstmal bis August alles unter dem Zeichen von den Internationalen stehen. Aber wir werden parallel dazu unsere Mannschaft wieder aufstellen, aufbauen und Richtung Saison sicher mit einer schlagkräftigen Truppe am Start sein. Alles Gute, viel Erfolg, danke vielmals. Danke vielmals. Nach 2018, jetzt wieder Schweizer Meister. Kriesere genießt den Sieg trotzdem. Schön gewesen wäre, wenn ihr daheim hättet können feiern, oder? Ja, sicher wäre es schön gewesen, aber es haben wir schon früh gewusst, dass es selbst schwierig ist. Dadurch, dass wir einfach nur Dritter waren sind in der Qualifikation. Aber ich denke, man kann uns Willis auch eine coole Party machen. Was macht ihr jetzt? Gibt es noch ein Feier bei euch zu kriesern? Ja, also heute Abend haben wir gesehen, bleiben wir geschlossen, zu Willisau, die ganze Mannschaft. Wir sind hier feiern und dann mal morgen zurück auf Kriesseren und dann mal schauen, ob sie hier noch etwas vorbereitet haben. Okay, viel Spass noch in dem Fall. Danke vielmals.
Auch der Willi Sauerlei gratuliert. Übergabe von der Medaille, Silber für Willi Sauer. Und noch eine Reihe für diejenigen, die im Einsatz gestanden sind. Kumme Patrick, Ani Schon, Koch Timo, Bernd Julian, Sportchef Nochus, Alessandra Badi, Buche, Janik, Israfilov, Rasu, Schweizer Samuel, Afriker, Daniel, Kaufre, Mark, Abdul Rashid, Hotak, der Gold für Kriesere. Thank you.
Wünsche ich auch weiterhin schönes Wochenende.